Hallo, ihr Lieben, heute ist Dienstag. Lukas ist schon da. Ich durfte heute ganz lange schlafen. Ich nicht. Und ich bin heute irgendwie total schlapp. Weil ich lange schlafen musste. Weil ich musste den Schlaf ein bisschen nachholen. Lukas hat hier diesen Käse. Leonie gegeben, sie will den aber nicht. Leonie, willst du den Käse? Beiß mal ab. Abbeißen. Mmh, lecker. Und? Ja. Das ist gut, gell? Ja. Ich halte es fest. Wir müssen tanken. Wir haben gestern tanken vergessen. Gestern Abend. Es ist so warm. Ja? Okay, also, wir haben noch gar nicht erzählt, wo wir hingefahren. Genau, wir fahren kurz zum DM für den Urlaub. Sachen besorgen wie Schwimmwindeln, Tücher. Ich habe eine Liste. Wir gucken gleich mal nach. Genau. Woher hat sie die Flasche jetzt? Da. Komm, stell die Flasche wieder zurück. Deine Flasche ist hier, Schatz. Guck mal, hier liegt ein Papier. Lukas, kannst du das aufheben? Ups. Nimmst du ihre Flasche? Mhm. Schlüssel. So, geh mal los. Ja. Eins. Eine. Super. Ich helfe dir. Okay. Warte, langsam. Hier gibt es auch Sonnencreme, aber Sonnencreme haben wir. Was ist das? Gesichtsmaske. Mama, ich glaube, es war nicht. Ja, dann nehmen wir lieber einen großen Wolken. Ich wollte mal nach einer Tönung gucken. Da ist eine Tönung da unten, oder? Tönung. Tönung Shampoo. Lukas? Was macht ihr? Wie fährt mit dem Wagen? Seid ihr nicht bei dem Pferdchen? Wollt ihr nicht? Macht keinen Spaß. Guck, sie fällt. Sie driftet hier runter. Oh je. Intensivtönung hier. Hier ist Tönung. Das sieht doch interessant aus, so ein hellblond. Hier gibt es so Sonnencreme fürs Gesicht. Habe ich mir jetzt die hier mitgenommen für Anti-Age. Mit Hyaluron. Als Make-up-Ersatz steht da hinten dran. Mal gucken. Nee, als Make-up-Basis. Okay. Ja, ich nehme es trotzdem mal mit. Roy wollte Duschgel. Dann nehme ich noch mal das eine. Ah, da gibt es das noch. Das müsst ihr unbedingt mal probieren. Mal dran riechen, das riecht so gut. Das nehme ich jetzt noch mal mit. Zahncreme für Leonie brauchen wir. Ja. Genau. Dieter. So, Windeln brauchen wir auch noch. Schwimmwindeln habe ich. Und dann brauche ich noch hier um die Ecke ein paar Sachen. Könnt ihr ja spielen, gell, so lange. Hier brauche ich nicht ein paar Sachen. Feuchttücher. Die Tücher. Ich brauche eine Sonnenbrille. Sonnenbrille? Du hattest dir doch eine in Polen gekauft. Welche? So eine coole Orangen. Mama. Die.
So. O-Stäbchen. Ist hier noch so verpackt, ja, ne? Wow! Ein Baum? Ja. Was da noch? Ein Auto. Guck mal. Wow. So, wir sind wieder zu Hause. Ich muss unbedingt den Akku anstecken, der ist leer. Ich habe 33 Euro bezahlt. 33,45. Und habe vergessen, diese Payback-App. Da gibt es ja auch nur Prozente. Da habe ich was aktiviert, aber habe ich dann an der Kasse vergessen. Wir haben was zum Rubbeln bekommen hier. War es nicht so schlimm. Aber ich habe alles bekommen, was ich wollte. Genau. So, nehmen wir Licht an hier. Zeige ich euch mal. Der Papa hat vorhin gekocht schon. Wir haben Nudeln gegessen mit Spargel, hat er geschnitten. Beide Packungen. Richtig lecker. Schwimmwindeln, normale Windeln. Feuchttücher habe ich ja gezeigt. Hier ist die Tüte. Dann Schwämme für die Küche. Ich nehme mir eigentlich immer die von Action. Die für ein paar Cent da. Die sind einfach irgendwie besser, finde ich. Ja, die gibt es beim DM nicht. Rohstäbchen. Zahncreme für Leonie. Dieses Duschgel müsst ihr unbedingt probieren. Das riecht so nach Sommer. Richtig gut. Tücher, dann habe ich noch 4 Flaschen Mineralwasser. Für die Kinder, fürs Training, für die Schule. Ah, dann habe ich hier noch was an der Kasse entdeckt, und zwar Seife für Kinder. Reinigt zarte Baby- und Kinderhände. Schonend. Mal riechen, wie das riecht. Oh, nach Himbeeren. Himbeeren, Erdbeeren, sowas. Oh, schön. Riecht sehr gut. Dann habe ich hier einen Knipser, einen neuen, für die Fußnägel gekauft. Unser ist nämlich irgendwie nicht mehr so, ja, so scharf. Scheint nicht mehr so gut. Ich habe 4 Flaschen genommen. Slip-Einlagen. Und dann diese Sonnencreme. Habe ich jetzt doch mitgenommen. Ja, ich habe mich total verlesen im Laden. Ich dachte, das wäre so als wie so ein Make-up-Ersatz, aber ist es nicht. Als Make-up-Basis. Egal. Ich glaube, im Sommer mache ich sowieso kein Make-up dran. Weichsonnencreme. So, dann packe ich mal alles weg. Und genau, steck die Kamera schnell an. Hier die Tasche durch wieder zurück, die habe ich jetzt immer im Auto. Nur praktisch. So lecker. Ich mache jetzt Erdbeeren. So, die Selina ist jetzt auch da. Die Kleine schläft immer noch. Und der Roy hat wieder was richtig Cooles angenommen. Einen neuen Saugroboter. Wir haben gelesen, der Porsche unter den Saugrobotern. Ja. Ich hole aber einen Ferrari. Wir zeigen es euch mal. So, da ist er. Roy, sein neuer Freund. Mhm. Wollte er eigentlich auf seinem Kanal vorstellen, ne? Mhm. Aber ich krieg halt immer die besseren Kommentare, ne? Wieder. Nee, Spaß. Also, das ist der Yufi, spricht man den aus? So, ist er auf. Ich mach das gar nicht. So. Ja, das Besondere bei dem Yufi ist, er saugt noch besser, noch stärker. Wir haben es mal wieder genau geschafft, das Gerät zu verbessern, da wo es verbessert werden muss. Und zwar verfügt das Gerät über eine Twin-Turbinen-Technologie, wie es auch oben drauf steht. Das heißt, jede Turbine von den 2 Turbinen hat 2000 Pascal Saugleistung. Und das erzeugt auch bis zu 80% mehr Luftstrom, das Gerät. Das heißt, es kann besser den ganzen Staub, die Tierhaare, wer jetzt Tiere hat zum Beispiel, und den ganzen Schmutz aufnehmen. Er wird aufgewirbelt und wird im Gerät eingefangen. Das ist das Besondere. Genau, also er kann nicht wischen, dafür saugt er
Richtig super. Ich habe jetzt mal hier so ein bisschen Sesam gestreut, damit wir euch das mal zeigen können, wie und hier oben das auch, genau. Ist eine Lasertechnologie verbaut. Die kennt ihr bestimmt genau. Von anderen Geräten. Genau, könnt ihr Geräten. Mit dem Handy auch verbinden. Das muss man mit dem Handy verbinden und das ist auch gut so, weil da muss man sich nicht bücken und das Gerät per Hand bedienen, sondern man kann es einfach auch einstellen, dass das Gerät, wann man möchte, wenn man zum Beispiel das Haus verlässt, dann eben saugt. Und es kann sich bis zu 3 Etagen merken in einer Map-Technologie. Und diese präzise Lasertechnologie ermöglicht, dass das Gerät nicht irgendwo gegen Wände fährt oder gegen Hindernisse, sondern perfekt ausweicht. Das hat zwar auch Bumper hier vorne dran, wie die anderen Geräte auch, aber es ist ja immer schön, wenn das Gerät auch ganz bleibt. Lang. Ja, das ist richtig praktisch, weil wenn man mehrere Etagen hat, und da kann 3 Etagen speichern. Mhm. Das haben die anderen nicht gehabt. Genau. Die haben nur eine Etage gespeichert und das war's. Richtig. Und deswegen musste man auf jede Etage extra alles einstellen. Im Lieferumfang ist und man kann die Saugkraft noch einstellen, das habe ich auch noch gesehen. Genau, das ist und cool. Lieferumfang ist auch eine Station wieder, so eine Ladestation, wo es dann selbstständig hinfährt, wenn das Gerät dann fertig ist mit Saugen, beziehungsweise wenn es leer wird, das merkt es von alleine und fährt dann auch dahin. Und dann wurde noch ein Ersatzfilter mitgeliefert, wie man es hier sieht, eine Bürste, dann Kabelbinder, weil das Kabel muss natürlich aus dem Weg sein von der Ladestation, damit sich die Bürste nicht darin verfängt. Genau. Das könnt ihr unten reinwirbeln. Richtig. Ja. Ja. Sollen wir mal zeigen? Machst du es mit der App oder soll ich draufdrücken? Kann man beides. Ne? Und es kann mit Alexa-Geräten verbunden werden und kann darüber gesteuert werden. Cool. Und die Akkuleistung beträgt bis zu 180 Minuten. Und dann muss es wieder geladen werden. Und dann kann es aufgeladen werden, dann merkt es sich, wo es aufgehört hat, wenn man mal vergisst, das Gerät zu laden abends oder das Gerät einzustecken in die Steckdose, weil viele stecken ja die Steckdose aus über Nacht und dann reinigt es an der Stelle weiter, wo es aufgehört hat. So sieht's aus. Ja, so, wir starten mal, oder? Ich drück mal hier, oder? Ist mir wurscht. Resume cleaning. Ja, es ist auf Englisch eingestellt, das kann man auch auf Deutsch auch. Wie man sieht, die Bumper funktionieren hervorragend. Das merkt, weil es vom Winter ist. Das ist doch voll leise. Ja. Kann man also auch nachts laufen lassen, oder werden es Baby schläft. Wir sind da wach. Was ist das? Hat er saugt? Ja, das soll mal hier fertig saugen. Muss hier abwaschen. Ja, Bro ist von solchen Sachen nur begeistert. Ja, für die, die Interesse haben, ich verlinke euch alles in der Infobox. Ich hab Interesse. Ja, das wissen wir. Guck mal, der Papa hat nur eine Socke an. Hast du schon gesehen? Wo ist die andere Socke? Das ist süß. Ja, nur eine Socke. Okay. So, 100% Update. Keks. Was? Keks. Keks? Ja. Ja. Danke. Keks. Was ist denn da oben? Wer hat eigentlich geklingelt an der Tür? Lukas. Schon mit. Oh, meine Ziege! Unser Abendessen ist heute Linseneintopf mit Möhrentopf. Und essen einfach Brot mit Butter dazu. Und zum Nachtisch gibt's dann Dickmann-Quark. Lecker. Was gibt's? Dickmann-Quark. Du musst ja nicht essen. Ja, so. Bleibt mehr für dich, ne? Genau. Ist alles abgewaschen, Zehner trocknet ab. Hier ist noch alles abkochen. Das sind noch die Hosen, die müssen raus hier. Noch abgewaschen werden. Das soll doch nicht eintrinken, oder? Ja, das da? Ja. Hast du gekrümelt? Hört jetzt wieder die gleiche Strecke. Ich habe ihm gesagt, was er machen soll. Ach so. Ist Lukas schon da? Ja. Okay. Dann kann er ja auch runterkommen. Hier sind die Brote.
Es riecht voll gut, gell? So, und da wir jetzt gleich Abend essen und das Gerät super funktioniert hat, also der kleine Eufy, oder Eufy heißt es, glaube ich, genau, werden wir jetzt genau an dieser Stelle essen, haben wir jetzt entschieden, auf dem Boden. Weil da ist jetzt am saubersten. Hehe, cool gemacht. Was machst du da? Ich bin schwanger, lass mich. Los, meins. Ja, ja. Für mein Baby nur das Beste. Leoni kriegt Milch. Kannst du kurz unten festhalten? Oh, die ist aber heiß. Die ist nicht heiß. Der Papa ist heiß. Ja. Da beim letzten Mal so viele gefragt haben, wie ich das mache, ganz einfach. Die Waffel weg, alles in die Schüssel, zweimal Quark, weil das jetzt hier eine kleine Portion ist. So die Hälfte hier vom Joghurt nehme ich, Quark und ein bisschen Milch, genau. Ihr könnt ja selber gucken, wie, was ihr mehr mögt, mehr Quark oder mehr Joghurt. Einfach zusammenmischen, fertig. So, Nachtisch gibt's oben. Und ich, achso, mein Handy liegt noch nicht. So, lasst es uns schmecken. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.